Ich habe Post bekommen von meiner lieben, süßen Ina. Liebe Ina, du, fühl dich mal ganz lieb gegrüßt an dieser Stelle. Wie du siehst, es ist da. Ich habe schon das ein bisschen ausgepackt. Das war noch in Folie eingewickelt und dann mit Adressen drauf. Ja, es sieht richtig toll aus, schon dieses Papier. Das ist wunderschön. Voll toll. Und irgendwie ist es verdammt schwer. Da habe ich schon direkt Angst gekriegt. So, hab das hochgehoben, dachte mir, oha. Ach, Ina. Ja, dann würde ich sagen, ne? Machen wir das mal auf. Oh, ist echt schön, das Papier. Echt toll. Ja, aber du. Nee. Ach, Mann. Ich hab dir ja gesagt, ne? Es ist nicht schlimm. Ne? Wegen Geburtstag und so. Aber gut. So. Ich weiß nicht, was hier drin ist, ne? Deswegen schneide ich das erstmal hier ganz vorsichtig auf. So, dann gucken wir mal. Ui, das ist so schön, das Papier. Ich zieh mal an der Seite. Kann ich das an der Seite rausziehen? Ich habe keine Ahnung. Oh, da kommt schon ein Teil hier. Oh, oh, was ist das denn? Ein Block? Deswegen ist das so schwer. Oh, wie cool, das kommt ja wie gerufen. Oh, so ein Papier brauche ich momentan ganz dringend wegen dem Ausstanzen und so. Vor allem hier so rosa brauche ich, rot, grün, lila, schwarz, weiß brauche ich ganz dringend. Oh, du bist ein Schatz. Dankeschön. Oh, voll cool die Farben. Oh, oh ja. Ja, ich kann weiter stanzen. Dankeschön. Oh, wie cool. Ja, so ein Papier. Da habe ich letztens festgestellt, als ich halt die neuen Halloween-Schablonen ausprobieren wollte, habe ich festgestellt, dass ich zu wenig von solchem Papier hier habe. Ja, ich hatte schon bei Amazon geguckt, ob man da so, man da so Packen kaufen kann. Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht. 20 Bögen halt in Schwarz und dann packen mit Rot und Weiß und Grün und Orange. Aber ist halt auch nicht so billig, ne? Oh, danke schön. Oh Gott. Wusstest du das? Oder ist das Zufall? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal kurz hier gucken. Oh Gott, was ist denn das? Das ist wie so eine Wundertüte gerade hier. Das irgendwie mal erwähnt oder so, dass ich so ein Papier brauche. Oh, wie cool. Was ist das denn für eine Farbe? Ist das auch ein Orange? Ich jetzt hier habe mein Farbproblem. Doch, das ist Orange. Oh, danke schön. Wie cool ist das denn? Und noch rosa. Oh, das ist aber. Das Papier ist ein bisschen anders. So geriffelt. Nennt man das so? Oh, wie cool, danke schön. Das kommt ja wie gerufen, Mensch. Oje. Uiuiui. Ziehen wir weiter raus. Ist das denn? Oh. Oh. Ist das eine Verpackung von etwas? Oh. Oh nein, da habe ich was abgezogen, wahrscheinlich von irgendwo, oder? Moment. Oh Gott, das. Oh, Ina! Sie weiß Bescheid. Oh, danke schön. Brauchst du das gar nicht? Oh, wie cool. Ja, jetzt habe ich erstmal viel Orange. Oh mein Gott.
Aber jetzt würde mich echt interessieren, ich habe nämlich das abgezogen von. Jetzt kann ich nicht mal herausfinden, war das nicht, hier war das nicht dran, oder? Oder? Oh Gott, ich jetzt wieder. War das nie, oder? Guck mal, wenn ich nochmal irgendwas zum Vorschein kommt, wo es drauf passt. Ui, die Tüte ist ja riesig. Wo gibt es die? Oh Gott. Oh, Ina, was ist das denn hier? Ist hier eigentlich irgendwo eine Post drin oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir gleich noch eine. Oh, oh, Hilfe. Ui. Was ist das denn? Das ist ja auch eine coole Idee. Oh, Card Candies. Ich wollte jetzt auch bald ausprobieren. Gucken wir, ob mir sowas liegt. Oh, ist das schön. Und ich sehe hier überall Chapeau. Die Umschläge sind so süß. Da habe ich bei Ali auch mal so eine Stanze, glaube ich, von gesehen. Toll, danke schön, wie süß. Ja, noch mehr Card Candies von ihr. Ich hatte ja zu Weihnachten auch so schöne von ihr bekommen. Oh, das Papier ist auch toll. Da ist funkelnd. Hoi. Oh, vielen lieben Dank. Das ist ja süß. Ja. Was haben wir hier? Das habe ich erst heute bei Swantje gesehen, so einen Umschlag in einem Video. Da klemmte dann nämlich hier so ein Zettel drin, so eine Post. Ha, was für ein Zufall. Oh, da sind noch mehrere. Ist das wieder so eine coole Stanze? Ui, wie hübsch. Mit Uhren. Cool. Was es nicht alles gibt, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Ich staune ja immer wieder, wenn ich bei Ali rumstöbere nach Standschablonen. Da fällt mir mal die Kinnlage runter. Ja, dann geht's mal los. Packe ich auf die Wunschliste, packe ich auf die Wunschliste. Und irgendwann sind dann 800 Artikel auf meiner Wunschliste. Ist jetzt nicht gelogen, da sind wirklich so viele Artikel drauf. Und dann, dann verliert man den Überblick. Oh, was ist das denn? Ui, Geburtstagssticker. Die kann man immer gut brauchen. Habe ich auch noch nie gesehen. Ne, vom Teddy. Oh, cool, danke. Ja, sowas kann man ja immer brauchen. No, Buchstabensticker, schwarz-weiß. No, schön. Ach, guck mal, hier sind Vögel mit drauf. Ah, Punkte. Irgendein Gedöns. Pfeile. Oh, schön, danke. Das, ne? Das kann nur vom Action sein. Das kann nur vom Action sein. Oh, guck mal, ich glaube, da ist das Teil. Oh! Da gehört das dran. So, oder? Oder eher so? Nee, nicht so tief, oder? Ist das schön. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, Kawaii. Den Bogen habe ich dir doch geschickt, oder? Oder was? Es könnte auch ein anderer gewesen sein. Oh, guck mal. Riesige Card Candies oder Embellishments, wie auch immer. Oh. Oh, ist das schön. Oh. Ja, Ina, ich werde oder bin schon großer Fan von deinen Card Candies. Das ist der Wahnsinn. Und im Hintergrund klebt noch der, halt der Hintergrund von dem Stickerbogen. Wie cool. Ui.
Jetzt geht's wieder los. Ich muss wieder alles anfassen. Oh. Oh, schön. Ja, so kann man die Sticker natürlich auch verarbeiten, ne? Oh, ich mache das nochmal kurz ab hier. Oh, ist das schön. Richtig toll. Da freue ich mich. Oh, ist das schön. Wie? Drück, drück. So einen blauen Hintergrund. Hat sie die Ränder noch schwarz gemacht. Cool. Oh, danke schön. Da freue ich mich. Das bringt mir doch schon wieder nicht übers Herz aufzumachen. Ich zumindest nicht. Na. Hey, vorhin hat's geklappt. Komm schon. Komm schon. Danke, danke, danke. Oh, ich freue mich. Oh, ist das toll. Ah, ich muss das auch probieren. Mann. Oh, da kannst du mir gerne mal verraten, wo diese Tüten her sind. Oh, Ideen. Nee, amazingideas.de. Ich habe gerade schon jetzt so eine Schockstarre gekriegt, als ich Ideen gelesen habe. Ne? Idee ist ja sehr teuer. Was ist das? Ui, ein Goodie Bag mit den Little Twin Stars. Oh Gott. Oh, schönes Papier. Hier hängt eine Schleife. Ja, die schönen Steinchen vom Action. Hier noch so eine Bordüre. Ach Gott. Müsste ich auch mal wieder basteln, so ein Goodie-Bag. Schon voll lange her. Da haben wir mit Klett. Süß. Ja, von innen auch noch mal gestaltet. Ui. Innen. Oh, seine Umschläge passend zu dem Papier. Oh, cool. Oh je. Oh je, Ina. Oh je. Oh. Umschläge. Wie cool. Wieder mit diesem coolen Papier. Toll. Oh, danke schön. Oh, sowas geht ja immer, ne? Wohin? Dann noch so ein. Oh, was ist das denn? Was ergibt das? Ein Auto? Oh, oh. Ah, Entschuldigung. Ich weiß gerade nicht, was ergibt das? Bin ich gerade bescheuert? Hier ist ein Schild. Ist das hier? Ich check's nicht. Ich habe keine Ahnung. Müsst du mir mal verraten, was das ist? Das ist doch ein Schild. Das. Naja, das ist doch kein Auto. Ich halte es mal weiter weg. Vielleicht hilft das. Das sieht irgendwie aus wie so ein Zelt. Oh Gott. Oh, es tut mir leid. Campingwagen? Nee. Nee, Quatsch. Oh Gott, wenn das jemand weiß oder Ina, verrate es mir bitte, was das ergibt. Oh mein Gott, bestimmt voll einfach und ich komme da jetzt nicht drauf. Oh nein. Oh, was ist das? Ui, Stempel. Oh, wie süß. Da sind Hasen und Bären und Igel und. Was ist das? Pinguin? Oh, wie süß. Besties. Besties forever and ever. Besties. I'm here for you. Need a hug. Sending hugs. Squeeze. Oh, wie süß. Was ist das hier? Eine Sonne, die untergeht.
süß, danke schön. Ja, Stempel gibt es ja auch zigtausend verschiedene. Da wird man verrückt, da wird man einfach verrückt damit. Und ne, die Standschablonen. Das ist echt der Wahnsinn. Oh, was haben wir denn hier? Noch mehr Umschläge. Ha, ha, ha. Ah, wie cool. Oh, schön. So Vintage-Stil würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh, guck mal, da kann man dann sogar noch was draufschreiben. Da auch, da auch. Oh, ein Fuchs. Cool. Ah, oh, Umschläge. Umschläge, Umschläge. Und hier? Ach so, Karten. Sieht aus, als hätte jemand mit dem Daumen dann. Okay, muss da ein Riese gewesen sein. Da ist nämlich hier so ein Fingerabdruck. Ich auch gerade zu so doof, das zu erkennen. Dreams. Ja, das wird schwierig bei manchen Sachen. Romantik. Das kann man natürlich auch schön gut verbasteln. Oder auch Schüttelkarten draus machen. Oh, arigato, arigato. Cool, Dankeschön. Kann man ja auch super benutzen. So, oh, hier ist noch ein Fach. Oh no, nochmal Stempel. Ach, die habe ich auch schon mal gesehen. Wahrscheinlich auch auf irgendeiner Wunschliste gepackt. Aber. Oi. Auch süß. Oh, der Hasi und der Fuchs von. Oh, so süß mit der Runde. Voll schön. Vielen lieben Dank. Och Mensch, so süß. Ah, Hilfe, Ina. So, das Goodiebag ist leer. Das Schnuckelige. Ich tue das mal hier so drauf. So. Oh nein, da ist noch was. Die habe ich früher immer gegessen. Jetzt ohne Witz. Ne, kennt ihr das noch von früher, wenn man zum Kiosk gegangen ist und dann sich so eine gemischte Tüte gekauft hat? Also die meisten ich nicht. Ich habe mir immer die Sachen da draus gesucht, die mir schmecken. Und die habe ich voll oft genommen. Diese Pilze hier. Ob die noch so schmecken wie früher? Entschuldigung, ich, ja. Bin jetzt neugierig. Oh, sie riechen auf jeden Fall stärker. Ja, die sind ein bisschen anders als früher. Und die sind weicher als die von früher. Schmecken aber gut. Cool, danke schön. Hä, habe ich das mal erzählt oder ist das schon wieder Zufall? Ich habe keine Ahnung. Ja, nicht so viel für Gummizeugs, aber das schmeckt gut. Aber da gab es ja auch so viele Sachen. Ne? Da gab es ja dann diese Kästchen mit den Nummern drauf. Dann stand man da, ich hätte gern für 50 Cent von der Nummer 10, 20 Cent dann von der Nummer 2 und so, ne? Wie habe ich denn eigentlich gegessen? Auf jeden Fall die Pilze hatte ich. Dann hatte ich diese Pfirsich-Dinger, diese großen runden Pfirsich-Dinger da.
Weiß nicht, wie die genau heißen. Was hat die noch? Ach Gott, alles Mögliche. Was ich auf jeden Fall nicht mochte, waren die Schlümpfe. Da habe ich nämlich damals einen Zahn verloren, als ich die gegessen habe. Und diese ganz großen Smiley-Dinger, die waren so hart. Boah. Boah. Oh, das Papier geht kaputt. Nein. Und hier auch nochmal so eine riesige Tüte. Darf ich jetzt hier alles raus? Jupp. Oder? Ich gucke lieber nochmal. Oh, da sind Perlen drin. Ja, ich weiß nicht, wo die hingehören. Ich jetzt keine Ahnung. Ich kipp die mal. Keine Ahnung. Oh Gott. Gucken wir das mal hier noch. Bin. Jetzt haben wir noch einen Umschlag. Ja, dann sollte es auch richtig umdrehen. Live. Da ist das Leben drin. Jetzt passt auf. Oh oh. Ne, passt auf. Ich hab's gleich. Ach, Ina. So verrücktes Huhn. Sind da jetzt die Penne? Nee, oder? Das kann doch nicht sein. Pocket, da schlägt mein Herz doch gerade wieder höher. Oh, sogar zwei Stück. Oh mein Gott. Ach mein Gott. Ui. Mit Meerjungfrau-Thema. Da kenne ich jetzt, ich glaube, mindestens zwei Leute, die jetzt hier wahrscheinlich ausflippen. Wenn die das hier sehen. Mermaid Kisses and Starfish Wishes. Okay, das ist ja auch cool mit den Punkten hier im Hintergrund, ne? Ich glaube, die habe ich auch mal bei Ali gesehen. Bin ich ganz sicher. Oh Mann, ich muss das Kolorieren üben. Ich hatte einmal mal Spaß probiert und dann dachte ich, ich falle von den Socken, wie schlecht das aussah. Oh Mann. Cool hier mit dem, ne, Dingens hier. Oh, wie cool, diese Fische. Da gibt es voll viel zu sehen, so im Hintergrund. Da nochmal Fische, hier so Blasen. Dann hier diese Punkte. Muscheln. Pailletten, Perlen. Ja, auf den ersten Blick wirkt es erstmal, ne, wie ein schlichter Pocketletter halt, aber wenn man dann so näher drauf guckt, das sind voll viele Details. Voll cool. Oh, schön. Gefällt mir. I need to see you soon. Ja, richtig cool, Ina. Oh. Schön, oder? Oi. Ich sehe ein Koala-Bär. Oh. Voll cool. Hast du das? Oh. Das ist aber jetzt kein Stempel, oder? Hier, das alles hier. Und das vielleicht so normale Schablonen. Du hast dann die Schablone draufgelegt und dann das so ausgemalt. Da sind auch diese Punkte im Hintergrund. Ja. Voll süß. Oh, ich liebe Pocket Letter. Also ich muss sagen, die mag ich irgendwie doch am allerliebsten. Damit habe ich ja auch angefangen. Und oh, es ist so schön. So schön zum Sammeln halt auch. Oh, Ina, so süß. Vielen lieben Dank. Da freue ich mich. Guck mal hier, der Kontrast, ne? Wow. Oh, zwei Pocket Letter von Ina. Dankeschön. Oh. Toll. Ja, und die Card Candies. Die Card Candies hier sind ja auch noch Card Candies. So.
Oh mein Gott, Ina, du verrücktes Huhn. Was alles in so einem, ne, in so einem Dingens passt. Das ist ja praktisch die Größe von so einem großen Umschlag gewesen, ne? Könnte man sagen. Oh mein Gott. Ja, Ina. Oh Gott. Vielen lieben Dank für alles. Vielen Dank für die schöne Post. Ja, verrat mir bitte gerne, was das hier ergibt. Ich habe echt keinen Plan, immer noch nicht. Was ist das hier? Ich habe echt keine Ahnung. Nee, ein Eis ist es nicht. Oh, ist das peinlich. Ja, Ina, der Hammer. Also die selbstgemachten Sachen. Oh, streichel. Oh, so schön. Und das Papier, das kommt echt wie gerufen. Also, da hast du ja richtig ins Schwarze getroffen, ey. Die schmecken sehr lecker. Schöne Stempel. Und, oh. Das ist ja auch noch hier selbst gemacht. Packen wir auch noch hier so hin. Fürs Thumbnail gleich, ne? Oh, so hübsch, Ina. Ja, meine Liebe, fühl dich mal ganz lieb gedrückt von mir. Ich hoffe, das bescheuerte Video hat dir gefallen. Oh, es ist mir so peinlich hier wegen. Wahrscheinlich ist es voll einfach, Mann. Nee. Schimata. Okay. Ja, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen aufgedreht und ich wollte jetzt eigentlich noch drei Videos machen. Ach du Schande. Ja, kann ja nur gut werden, ne? Ja, liebe Ina, vielen lieben Dank nochmal für diese wunderschöne Post. Ich habe keine Ahnung, wofür die jetzt ist, ob das jetzt nachträglich zum Geburtstag ist oder ob das einfach so ist oder ich weiß es nicht. Aber ist ja auch völlig egal. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr über die schönen Sachen, vor allem über dein selbstgemachtes. Oh, und das Papier. Ja, ich kann weiter stanzen. Schön. Ja, danke nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann hören wir uns im nächsten. Bye bye.